So, dann danke an VfL Osnabrück, dass wir den Anfang machen können mit dem Teil 1 der Pressekonferenz nach dem Spiel Osnabrück gegen 96 mit 96-Trainer Kenan Kocak. Wir machen es, als ob es eine normale PK wäre, dein erstes Statement, Kenan. Ja, wir sind natürlich vorneweg erstmal sehr glücklich über die 3 Punkte, auch über den Sieg. Es war natürlich ein Spiel, wo wir im Vorfeld nicht genau wussten, wo stehen wir, wie weit sind wir, die ganzen Wochen, die wir trainiert haben und dann auch noch ein schweres Auswärtsspiel hier gegen eine gut strukturierte Mannschaft. Und das Spiel hat dann auch für uns eigentlich nicht so gut angefangen. Wir haben keinen Zugriff bekommen, wir haben die Räume nicht gut bespielen können, waren im Anlauf und im Pressingverhalten sehr passiv und folgerichtig gehen wir auch in der Anfangsphase gleich mit dem Elfmeter in Rückstand. Berappeln uns, machen dann auch nach dem Standard das 1-1 und das Spiel hat sich dann so vor sich hingeplätschert. Wir haben wenig Lösungen gefunden, weil das Spiel ohne Ball, das Spiel Optionen schaffen, Räume freiziehen, Räume erkennen, waren wir heute einfach, hat man gesehen, dass wir lange Zeit nicht gespielt haben. Das ist auch das erste Spiel war nach langer Zeit, da waren wir einfach noch zu fahrig und zu langsam. Und zweite Halbzeit fängt es wieder schlecht an, wir verteidigen wieder schlecht im zentralen Bereich. Amenido macht es sehr, sehr gut. So sind wir wieder in Rückstand und müssen wieder im Rückstand hinterherlaufen gegen eine massiv gut strukturierte defensive Mannschaft. Und kommen dann mit der Aktion von Genki nach einem schönen Pass überspielen von Josip durch den Elfmeter von Duxi wieder zurück und machen dann das 3-2-4-2. Gute Mentalität, gute Einstellung von der Mannschaft und auch die Spieler, die reinkamen, haben uns natürlich nochmal einen Schub gegeben und haben auch innerhalb des Spiels nochmal System gewechselt, hat uns auch gut getan und insofern sind wir natürlich sehr froh und glücklich darüber, dass wir hier das schwere Spiel gegen eine gut spielende Osnabrücker Mannschaft dann auch letztendlich noch gewinnen konnten. Ja, vielen Dank, Kenan. Zur Erklärung, ich habe jetzt die Fragen der hannoverschen Journalisten eingesammelt, lese sie kurz vor an, Kenan, und dann kommt die Antwort. Andreas Willicke von der Neuen Presse fängt an und fragt, wie du die Geisterspielatmosphäre wahrgenommen hast, ob dir außer den Fans noch etwas gefehlt hat. Ja, die Fans sind Teil vom Sport, Teil vom Fußball, die gehören natürlich ins Stadion und natürlich war das schon für uns eher ein Vorteil, dass Osnabrück heute vielleicht nicht mit ihren Zuschauern im Rücken spielen konnte, weil natürlich hier eine brutale Stimmung auch ansonsten herrscht. Und wie gesagt, das ist eine schreckliche Situation, ohne Fans zu spielen. Aber es ist so, die Gesundheit der Menschen geht vor, dem stellen wir uns und insofern akzeptieren wir auch die Situation, auch den Entschluss der Behörden. Und wir müssen versuchen, aus der ganzen Situation das Beste draus zu machen. Andreas Willicke, Florian Krebs von der Bild-Zeitung möchte gerne wissen, ob die stärkere Bank heute gegen Osnabrück den Ausschlag zum Sieg gegeben hat. Ja, das ist hypothetisch, jetzt darüber zu reden, zu diskutieren. Jeder Spieler ist wichtig für uns in der Mannschaft. Und das gilt aber für jeden Trainer, für jede Mannschaft. Und wir haben heute natürlich, es bringt nichts, wenn wir Qualität haben auf der Bank, aber die Jungs dann nicht da sind, wenn es drauf ankommt. Das ist vielmehr das Zusammenhalt, das Miteinander und das lebt die Mannschaft momentan sehr gut vor. Sie wissen, sie können sich auf sich verlassen und es ist natürlich sehr erfreulich für mich als Trainer, wenn ich weiß, ich habe diese Charaktere, auf die ich mich verlassen kann, wenn ich sie reinbringe und das war heute, hat es uns sehr, sehr gut getan. Florian Krebs möchte auch wissen, was hast du mit Marvin Dubsch gemacht, dass er wieder so stark auftrumpft? Ja, ich habe nichts gemacht, es ist sein Verdienst. Marvin Dukch arbeitet sehr gut, trainiert sehr gut und zwar auch nicht nur die letzten 7-8 Wochen, sondern seitdem ich da bin. Und es freut mich ungemein für ihn. Es war eine sehr, sehr harte Entscheidung, ihn auch draußen zu lassen, weil er hätte auch gleich von Anfang an spielen können, weil so stark hat er schon trainiert die letzten Wochen und die Leistung und die Tore von ihm auch und die Leistung inhaltlich sprechen oder ist einfach ein Ergebnis davon, wie er die letzten Wochen auch richtig gut gearbeitet hat. Eine ähnliche gelagerte Frage kommt von Andreas Willicke von der Neuen Presse. Was hast du in der Halbzeit mit Haraguchi gemacht? Ja, mit auch Haraguchi nichts gemacht. Wir haben es war von uns von vornherein klar, wir brauchen ein paar Minuten, um in das Spiel reinzukommen. Ich habe nur gehofft, dass es so wenige Minuten wie möglich werden, aber das war am Ende doch vielleicht für meinen Geschmack viel zu lange, um da in das Spiel auch reinzukommen. Hatten auch bei der Mannschaft gesehen, dass wir mit jeder Minute mehr ins Spiel reinkommen sind. Und es war total menschlich auch, dass sich die Jungs erst berappeln müssen, dann sich an die Atmosphäre gewöhnen müssen, an die Bedingungen gewöhnen müssen. Und letztendlich spielen wir nicht 11 gegen 0. Da ist auch noch ein Gegner dabei und deswegen bin ich zufrieden. Florian Krebs von der Bild-Zeitung mit der vorletzten Frage. 35 Punkte, war das schon die erhoffte Blitzrettung?
Ja, das ist, solange rechnerisch möglich ist, ist alles möglich. Und wir haben im Fußball so viele verrückte Geschichten gehört und auch erlebt. Insofern werden wir nicht den Fehler machen und jetzt einfach zurücklehnen oder jetzt anfangen, uns einen Taschenrechner rauszunehmen und so da rechnen, dort rechnen. Es bringt nichts. Wir müssen heute das Spiel analysieren. Da waren viele Sachen, die wir nicht gut gemacht haben. Das werden wir auch machen. Und dann werden wir am Montag unser ganzes Fokus auf KSC legen und versuchen, das nächste Spiel zu gewinnen. Alles andere ist alles hypothetisch. Es waren 3 Punkte, sind immer wichtig für unser Ziel. Es war nochmal ein Schritt nach vorne. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir am Ende da sein wollen. Also sprich, wir haben noch einen Weg, den wir gehen müssen. Letzte Frage kommt von der dpa, von Lars Reinefeld. Können die 4 Stürmer und die dadurch bestehenden Wechselmöglichkeiten noch ein größerer Vorteil für den Rest der Saison sein? Ja, das sind alles Fragen, die sind alles, ich bin kein Hellseher, das wäre alles jetzt Kaffeesatzleserei, hätte, wenn, und wie gesagt, es bringt auch nichts, wenn ich 8-mal wechseln kann, wenn aber die Spieler nicht da sind, wenn sie nicht diese Einstellung, diese Mentalität haben. Es kommt viel mehr darauf an, dass wir das Miteinander leben in der Mannschaft, in der Truppe, dass die Jungs, die vielleicht mal nicht anfangen, aus irgendwelchen Gründen, wo wir als Trainer uns auch Gedanken machen, nicht eingeschnappt sind, nicht beleidigt, sondern an das Gesamte, an die Mannschaft denken. Und das ist das Wichtigste. Und das machen die Jungs momentan fantastisch. Sie haben ein sehr gutes Teamspirit, da wissen sie genau, sie können sich auf den anderen verlassen. Und so brauchen wir. Heute ist der Duck draußen gewesen, vielleicht ist das nächste Spiel der andere draußen, heute dann der andere draußen. Das ist alles jetzt Kaffeesatzleserei. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft funktionieren und zwar nicht nur die ersten 11, die auflaufen, sondern alle Spieler, alle Leute drumherum. Nur so können wir es auch schaffen. Kindern, vielen Dank. Osnabrück, vielen Dank für die Gastfreundschaft und wir übergeben hier an meinen Kollegen Sebastian. An der Stelle möchte ich nochmal Danny und Osnabrück natürlich weiterhin alles Gute wünschen. Dankeschön. Okay, dann wechseln wir hier vorne. Ja, mein Kollege Heiko aus Hannover hat es angekündigt, Teil 2 der Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Daniel Thun. Daniel, dein Statement nach dem Spiel gegen Hannover 96. Ja, zuerst die Glückwünsche nach Hannover. 3 Punkte. Ich glaube, sie können sich sehr darüber freuen. Ja, mein Statement sitzt schon ein bisschen tief. Aktuell die Enttäuschung. Ich glaube, wer das Spiel gesehen hat, wir haben über 70, 75 Minuten nicht ganz so viel verkehrt gemacht. Ich glaube, meine Mannschaft war vom ersten Moment an da. Sie hat früh angefangen, auch den Gegner zu pressen. Wir hatten viele gute Aktionen mit dem Ball, wir hatten eine hohe Ballqualität. Und dann haben wir mit Etienne den Augenblick, wo er in 16er eindringt, klar zu Fall kommt. Und wir da, glaube ich, auch schon zu dem Zeitpunkt verdientermaßen in Führung gehen. Dann haben wir, glaube ich, in der ersten Halbzeit auch, ja, oder haben versucht, das Spiel natürlich auch weiter zu kontrollieren. Überflüssiges Foulspiel und dann, ich weiß gar nicht, ob es nachher dann ein Eigentor war. Ich muss mir die Bilder nochmal angucken, aber der Ball wird dann vom ersten Kopf verlängert, abgefälscht und dann geht er rein. Dann fällt der Ausgleich zum 1-1 und aber auch da hatte ich nicht den Eindruck, dass uns das verunsichert. Wir haben weiter nach vorne gespielt, wir haben dem Gegner wenig zugelassen. Die Abschlüsse, die da waren, die hat Philipp Kühn dann auch souverän runtergenommen. Wir haben weiterhin Ballbesitz gehabt, und aber nicht mehr so zwingend vielleicht Aktionen nach vorne. Vielleicht in dem einen oder anderen Moment in der Box die Möglichkeiten, Moritz Heyer, Ulrich Taffertshofer mit Schüssen aus der Entfernung, die knapp rübergingen. Aber immerhin aus meiner Sicht immer noch ein sehr, sehr offenes Spiel. Zur Halbzeit ein bisschen angepasst. Wir haben auch gesehen, der Gegner hat ein bisschen die Ordnung verändert. 3-5-2, wir haben von den Anlaufwegen es etwas anders gewählt. Und aber auch, glaube ich, da weitergemacht, wo wir in der ersten Halbzeit aufgehört haben, mutig Fußball zu spielen, von hinten heraus. Und dann super Einzelaktion, Etienne Amenido mit dem 2-1, wieder ein guter Zeitpunkt für uns. Und ich glaube, man hat doch da gesehen, dass wir in dem Moment die bessere und die aktivere Mannschaft waren. Bis zu dem Augenblick, wo es zu diesem Laufduell kommt, Haraguchi, Amenido. Und da hat der Junge alles, was er vorher richtig gut gemacht hat, irgendwo dann sich selber so ein bisschen die Grundlage dafür genommen. Aber das passiert im Fußball, das ist sehr, sehr unglücklich für ihn gelaufen. Zugute halte ich, dass er diesen tiefen Laufweg, diese 50 Meter aufnimmt, aber dann im Zweikampf vielleicht dann nicht so clever war. Und ja, mit diesem Tor, das hat uns so ein bisschen auch psychologisch nach hinten geworfen. Wir hatten, glaube ich, große Schwierigkeiten, dann in dem Augenblick nach dem 2-2-Ausgleich nochmal ins Spiel zu investieren. Und da gingen die Köpfe vielleicht auch ein bisschen runter, obwohl ich nicht davon ausgegangen bin, dass hier vielleicht noch das dritte und vierte Tor fällt. Aber da hat man, glaube ich, auch deutlich gesehen, diese hohe individuelle Qualität, von der ich gesprochen habe. Ich glaube, der Vorteil, den wir letzte Woche hatten mit unseren Auswechslungen, ja, der Gegner heute, die Individualität, die auf dem Platz sich deutlich erhöht hat, beim Gegner ein paar Systemveränderungen, ja, und dann schlagen diese Spieler dann auch zu. Bitterer Moment für uns. Ich glaube, wenn man über weite Strecken auf Augenhöhe Fußball spielt und auch vielleicht sogar besser Fußball spielt, dann war sicherlich heute mehr drin und vielleicht hätten wir auch mehr verdient gehabt. Aber
Ist jetzt verloren, das Spiel. Wir haben wenig Zeit zur Regeneration, wenig Zeit nach hinten zu blicken. Wir schauen auf Fürth. Fürth kommt am Dienstag und ja, wird Zeit, dass sich was dreht für uns. Vielen Dank, Daniel. Zunächst, wir haben zwei Fragen von Journalisten, die leider nicht dabei sein können hier im Presseraum. Deswegen stelle ich sie stellvertretend. Die erste von Harald Pistorius von der Neuen Osnabrücker Zeitung. Daniel, die Defensivleistung war lange sehr gut. Wie ist der krasse Einbruch in der Schlussphase zu erklären? Ja, schwer. Ich glaube, bis zum 2-2 war die Defensivarbeit auch sehr, sehr gut. Wir haben ja wenig zugelassen. Der Gegner hatte keine Abschlüsse. Ich dachte auch, dass wir mehr in diese Momente reinkommen, dass wir jetzt aufs dritte Tor spielen. Wir hatten gerade die Wechsel vorgenommen auf der Zehnerposition vorne auch nochmal. Ich dachte, es geben sich Räume. Ja, und dann war es, glaube ich, so ein psychologischer Moment, der dann unfassbar wehgetan hat, weil auch da wieder, es war ein Moment, wir hatten die Spielkontrolle und es fällt dieses Tor und ja, dann relativ schnell dann auch diese Führung und dann war sicherlich dann keine Gegenwehr mehr zu spüren. Also ich glaube, das war dann eher eine Sache des Kopfes als des Körpers und des Geistes, weil oder des Körpers viel weniger, weil sie immer noch resistent waren, aber in diesen Augenblicken, wo wir dann ausgekontert wurden, ja, lässt sich das vielleicht auch so nicht so leicht erklären. Wir müssen uns die Bilder dann auch nochmal angucken, um vielleicht dann auch inhaltlich das ein bisschen aufzufächern. Und Lars Reinefeld von der dpa hat eine zweigeteilte Frage, stelle ich mal nacheinander. Daniel, wie hat sich das erste Geisterspiel an der Bremer Brücke für dich angefühlt? Ja, genauso trostlos wie das Geisterspiel in Bielefeld. Also die Hauptzutat eines Fußballspiels ist sicherlich dann auch neben dem Fußball der Fan, die Stadionatmosphäre. Die hat gefehlt, aber die war nicht ausschlaggebend dafür, dass wir das Spiel heute verloren haben, sondern letztendlich unsere Leistung. Und wir hätten natürlich gern das Stadion bei zweimaliger Führung auch bei uns gehabt, hätte uns vielleicht noch mal ein bisschen unterstützt. Aber ich glaube, hat dann keinen Einfluss auf das Ergebnis nachher genommen. Wir erwähnen nochmal Lars Reinefeld von der dpa. Sind die vielen individuellen Fehler am Ende immer noch mit Unerfahrenheit in der zweiten Liga zu erklären? Ja, individuelle Fehler führen dazu, dass man Spiele verliert. Und wenn man gegen Mannschaften spielt, die dann eine deutlich höhere Qualität hat als vielleicht viele andere Mannschaften individuell, dann nutzen sie es brutal aus. Es war beim Freistoß so, es war dieser Kontakt beim Elfmeter so, es war der Querpass, wo Duxch das Ding halt auch unter die Latte haut. Ich glaube, wir zahlen gerade nicht, also oder vielmehr die Fehler, die individuell entstehen, die werden in einer anderen Liga genauso bestraft oder vielleicht nicht in der Konsequenz. Also ob jetzt Etienne jetzt namentlich genannt in dem Zweikampf das in der dritten oder vierten Liga besser gemacht hätte, das sei ja dahingestellt. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt noch Lehrgeld zahlen in dieser Liga, sondern einfach erkennen müssen, dass viele Momente vielleicht auch brutal vom Gegner ausgenutzt werden. Und da schieben wir das sicherlich nicht mehr auf unsere Unerfahrenheit in dieser Liga. Vielen Dank, Daniel. Und damit kann ich die PK schließen, aber nicht ohne unseren Gästen aus Hannover eine angenehme Heimreise zu wünschen und alles Gute für den Rest der Saison.